Wer von euch kann erraten, wo wir uns hier gerade befinden? Leute, das würde ich gerne mal von euch wissen. Freunde, wir sind nämlich gerade hier unten. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich schon in unserem Mini-Eingang, in unserem kleinen Mini-Geheimgang, den wir haben. Den kleinsten Geheimgang, den wir jemals irgendwie gebaut haben. Ja, Freunde, und ich habe mir gedacht, der Mini-Eingang, der ist vielleicht noch ein bisschen öde. Hier ist noch nicht so viel los. Und deswegen wollte ich noch ein paar Sachen hier irgendwie in ihre Seiten mit reinbauen. Vielleicht baue ich hier einen kleinen, weiß ich nicht, Mini-Kuchen rein. Oder ich baue hier ein Mini-Stück Käse rein. Oder ich baue irgendwas. Auf jeden Fall kommt hier noch rein, weil das ist sonst ein bisschen öde. Aber, Freunde, das machen wir heute nämlich auf gar keinen Fall. Denn, Leute, ich habe nämlich gerade Urlaub. Manche von euch haben es vielleicht schon auf Instagram verfolgt. Freunde, wenn ihr mich noch nicht auf Instagram abonniert habt und ihr Instagram habt, dann tut das gerne mal. Denn auf Instagram kommen ein paar coole Bilder im Moment. Ich bin nämlich gerade im Urlaub und mache ein bisschen Ferien und mache ein bisschen Party. Ja, Leute, ich bin im Urlaub und deswegen könnt ihr gerne, wenn ihr irgendwelche Fotos sehen wollt oder sowas, mir auf Instagram folgen. Da kommen dann auf jeden Fall immer coole Urlaubsfotos von mir. Aber ich bin auch schon fast zurück, Freunde. Also dieses Video, das kommt hier gerade. Und wenn dieses Video online kommt, dann bin ich irgendwie in 2-3 Tagen auch schon wieder zurück zu Hause. Und dann geht es weiter, Freunde. Ja, also Leute, wir haben heute noch... warte mal, ich mach mich erstmal groß hier. Wisst ihr, das ist viel einfacher in groß irgendwie hier alles zu machen und zu handeln als in Mini. In Mini ist man einfach viel zu klein, um alles hinzukriegen, was man gerne machen möchte. Ja, Leute, also, ich habe seit in meinem Urlaub noch nicht so viel gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht weitergebaut an dem Haus, was da hinten ist, also an dem Tempel. Der ist jetzt so, wie er ist. Wie ich euch den das letzte Mal gezeigt habe, so ist der Tempel auch geblieben. Wir können da gerne nochmal hinschauen, aber... Da hat sich jetzt eigentlich weiter noch gar nicht so viel getan. Ja, Leute, deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns heute mal auf ein paar andere Dinge, die wir erledigen wollen. Und dazu ist mir was richtig Cooles eingefallen. Und ich bin gerade am Überlegen, vorher müssten wir vielleicht nochmal nach Hause gehen und von zu Hause was mitnehmen. Denn das ist schon arg wichtig, dass wir dies tun. Ich habe nämlich ein paar Sachen vorbereitet und wir können mal draußen gucken, ob das vielleicht schon wieder gewachsen ist. Hier vorne ist ein Seetang ist hier gewachsen, genau. Ich habe nämlich Seetang gefunden in dem feuchten Garten, der da hinten wächst. Da hinten wächst nämlich, ihr könnt es da sehen, da vorne diese braunen Fipselchen, die da irgendwie rausragen. Ein bisschen feuchter Garten und da habe ich Seetang herbekommen. Und wisst ihr, was man damit machen kann? Mit Seetang kann man Sushi machen, yes! Freunde, und Sushi wird ja normalerweise immer mit Fisch gemacht, aber nicht bei mir, denn ich esse keinen Fisch. Und von daher habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal ein bisschen vegetarisches Sushi. Und das ist eigentlich ganz easy. Und zwar brauchen wir dazu eben diesen rohen Tofu-Fisch, ein Schneidebrett, ein bisschen Reis und Seetang. Und dafür bekommen wir Sushi. Dafür bekommen wir halt wirklich vegetarisch-veganisches Sushi. So, ich werde jetzt mal nicht alles irgendwie hier verbraten für das Sushi, sondern erstmal nur einen Teil davon. Den Rest können wir hier wieder reinmachen und können wir dann später nochmal benutzen. Denn dieses Sushi will ich eigentlich gar nicht selbst essen, sondern dieses Sushi möchte ich gerne zum Verkauf anbieten. Die Jungs, die sollen nämlich auch einfach mal ein bisschen vegetarisches Sushi probieren. Das ist nämlich nicht nur lecker, sondern auch super gesund. Von daher können die das auf jeden Fall mal machen. Dazu brauchen wir aber... Auf jeden Fall noch was zum Eintauschen. Was nehmen wir denn zum Eintauschen mit? Mir ist aufgefallen, ich habe ja noch super viel Gold irgendwo hier oben. Ja, hier oben ist auf jeden Fall noch Gold. Das nehmen wir nämlich auch nochmal mit und können davon die Hälfte nochmal hier unten reintun und vorher ein bisschen was umwandeln, was wir denn eben auch brauchen werden. So, zack, das kommt hier rein. Das nehmen wir mit. Die Smaragde brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und dann können wir uns eigentlich auch schon auf den Weg machen. Aber vorher gucken wir auf jeden Fall nochmal in unser Questbook rein, Freunde. Denn die Quest Errichte einen asiatischen Tempel konnten wir jetzt noch nicht abschließen. Die Zugstation, muss ich sagen, da großen Respekt an Roman, dass er schon so weit ist, haben wir auch noch nicht mit angefangen, aber das kommt auf jeden Fall noch. Freunde, darauf will ich mich auch gar nicht so richtig konzentrieren. Nein, wir wollen heute nämlich ein paar andere Quests uns anschauen, obwohl das mega cool wäre, mit dem Zug rumzufahren, das muss ich ehrlich sagen. Also wenn die anderen jetzt hier irgendwie schon mit dem Zug fahren, ich krieg's ja gerade nicht mit, weil ich halt im Urlaub bin. Ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwie schon fertig gebaut haben oder sowas. Oh, hi. Da ist wieder ein Villager irgendwie unterwegs. Das ist irgendwie mega lustig, dass hier die ganze Zeit Villager bei mir rumlaufen. Die, keine Ahnung, die kann ich halt gut traden und sowas. Da bekommt man immer irgendwie Emeralds und so. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ja, man will natürlich auch nicht zu viel traden mit denen. Ansonsten ist es ja unfair den anderen gegenüber. Was ist das hier eigentlich? Da ist ein Ofen mit Kohle. Alles klar. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ah, ach so, von der Seite. Okay. Sowas habe ich schon mal gesehen. Da war sogar mal ein Diamant drin. Aber okay, hier ist so ein Ofen mit Kohle gewesen. Ist ja auch nicht schlecht. So, da können wir uns die Birnen nochmal mitnehmen für ein bisschen Birnenmarmelade. Passt auf jeden Fall. Und dann haben wir wieder ein bisschen Material für
Marmalade. Sehr schön. Genau, Leute, wir machen uns nämlich jetzt einmal auf den Weg. Ich denke, wir sind eigentlich, ja, wir sind sogar schon fast da. Perfekt. Wir müssten nämlich direkt beim Minidorf jetzt rauskommen und ich hoffe, ja, ich habe meine Mini-Pillen mit dabei. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Denn Leute, die anderen haben mir gesagt, die wollen was richtig Cooles machen im Dorf. Die wollen einfach, die haben sich direkt, Roman hat sich direkt ein Grundstück reserviert im Dorf, auf dem er seinen Shop bauen kann. Und dann habe ich mir gedacht, nö, das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool, wenn die anderen sich das alles schon reserviert haben und wir haben uns noch kein Grundstück reserviert. Deswegen habe ich mir eine, ja, eine Idee einfallen lassen und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar haben wir hier natürlich das Dorf. Wir können uns das als großer Mensch nochmal angucken, so von oben. Wir stehen hier wie King Kong irgendwie auf den Hausdächern und da vorne haben wir die Kirche, da ist der kleine Marktplatz, wo die Leute alle ihre Sachen verkaufen und wir wollen natürlich auch einen Shop errichten. Das steht hier jetzt zumindest drin. Errichte einen Shop im Minidorf und stelle einen Arbeiter ein. Und an dieser Quest würde ich ganz gerne arbeiten, allerdings weiß ich gar nicht, wer hier bei mir arbeiten will. Wir müssen, ich habe ein Schild mitgenommen, wir müssen unbedingt irgendwo mal eine Aushilfe suchen oder sowas, dass wir jemanden einstellen können. Sonst muss ich da den ganzen Tag an der Kasse stehen und kann nicht mehr meinen asiatischen Tempel bauen und so eine Sache. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall uns einmal umschauen, wo wir das am besten machen können. Und mir ist eine Idee gekommen und dazu müssen wir auf jeden Fall einmal bestenfalls Mini werden. So, und da sind wir auch schon klein und passen in jedes Haus rein und das hat sich gereimt. So, Freunde, also Roman Moransky, der hat das Grundstück hier vorne. Hier vorne soll quasi sein Shop entstehen. Ich weiß nicht, ob der schon steht, wenn er die Folge hochlädt, aber das werden wir dann sehen. Da unten ist auf jeden Fall dieser Gang nach unten, wo man die Kristalle finden soll. Und hier haben wir den Marktplatz mit den Verkäufern. Und ich dachte mir, hey, warum eigentlich nicht? Die Verkäufer, die müssen ja auch irgendwie ihre Waren kriegen. Ah, das ist ein Schaf. Das ist riesengroß. Die Verkäufer müssen ja auch irgendwie ihre Waren kriegen. Und die Waren kriegen sie wahrscheinlich, indem sie irgendwie beliefert werden. Und wie ist es effizienter, als Minimensch beliefert zu werden, als über die Luft? Ich meine, dieser kleine Mexikaner, der hat ja immer ein Jetpack. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir können ja sowas wie einen Heißluftballon irgendwo bauen, wo einfach ein Shop drin ist. Also der wird von Anfang an von da aus irgendwie die Sachen dann verkaufen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwie hier so ein bisschen Platz in unserem Inventar schaffen, weil wir brauchen natürlich eine Art Leiter, um hochzukommen. Und auch da hatte ich eine fantastische Idee, Freunde. Und die werde ich euch jetzt einmal demonstrieren. Und zwar haben wir hier ein, ja, ein bisschen Wasser. Hier drin kann man schwimmen. Also das sind keine, das ist kein normales Wasser, das ist so gechiseltes kleines Mini-Wasser. Man kann darin schwimmen. Und normalerweise ist es super schwer, in Mini irgendwie nach oben zu kommen und nach oben zu bauen, weil da muss man immer diese einzelnen Treppen bauen. Ich kann euch das einmal demonstrieren, so in der Art. Hier, dann wieder hier und dann wieder hier. Und dann ist es irgendwie, sieht das nicht so schön aus, wenn man überall dann so eine Art Treppe hat oder sowas. Das wollen wir nicht, nein. So, das kommt erstmal weg. Nein, ich hatte eine bessere Idee. Und zwar werden wir einmal hier in diesen Mini-Teich gehen und wir werden einfach eine Art... Und jetzt kommt's. Ob es geht? Oh mein Gott. Es geht. Es funktioniert. Ist das der Wahnsinn? Das ist ja der absolute Hammer. Wir bauen einfach eine Art Wasserfall. Ich muss jetzt einmal kurz groß werden. Ich will mir das mal bitte angucken vom Groß, wie das aussieht. Da fließt das Wasser runter. So sieht das Ganze nämlich aus. Und da oben, ganz oben an dem Wasserfall, wird nämlich dann unser Heißluftballon hinkommen. Und ich muss jetzt mal kurz gucken, welche Höhe das ungefähr sein müsste. Das kann schon sogar höher werden, ganz ehrlich. Das kann sogar höher werden als so ein normal großer Mensch. Weil dann können die normal großen Menschen da oben nämlich nicht einkaufen gehen. So, zack, wir werden mit... Okay, okay. Wir müssen einmal, glaube ich, einmal nach oben schwimmen. Ist zwar ein weiter Weg, aber vielleicht kann man auch als großer Mensch nach oben schwimmen. Oh mein Gott. Es geht. Wir konnten einfach als großer Mensch. Wir haben richtig viel Zeit gerade gespart. Okay, also noch ein Stück weiter nach oben gehen wir auf jeden Fall. Und dann müssen wir jetzt gleich einmal die Blöcke wechseln. Und zwar gehen wir jetzt direkt über in Eichenholzbretter. Nämlich, denn ein Heißluftballon besteht ja zu unten, größtenteils aus Holz. Können wir uns darauf stellen? Oh Gott. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann mich hier gerade nicht raufstellen. Ja, okay, okay, da stehen wir. Und hier stehen wir jetzt hier auch schon. Okay, das funktioniert, es funktioniert. Hier steht man, sehr schön. So, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott, ihr seid bestimmt mega gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Ich sehe da hinten gerade schon irgendwo, war da nicht ein Huhn gerade? War da, habe ich mich irgendwie verguckt oder sowas? Hier sind ganz viele Schafe. Ich dachte gerade, ich hätte ein Huhn gesehen. Denn das Huhn hat ziemlich viel mit dem zu tun, was wir hier gerade bauen, Freunde. Oh mein Gott, ihr seid bestimmt genauso excited wie ich gerade. Ich bin so gespannt, wie es euch gefällt. Freunde, willkommen auf meiner Schweinehuhn-Kuh. Yes! Ich habe hier oben eine Kuh gebaut mit einer Schweineschnauze und Schweineohren, die einfach den Körper eines Huhns hat.
Hier kann man an der Seite ziemlich gut vorbeilaufen. Und wie ihr sehen könnt, kommt doch einfach aus dem Huhn schon ein Ei raus. Das Huhn hat hier schon ein Ei gelegt und Flügel haben wir auch. Ich zeige euch das Ganze auf jeden Fall nochmal in groß. Wenn wir uns nämlich jetzt einmal zack groß machen, dann können wir uns das nochmal anschauen. Und zwar hängt da dieser Heißluftballon oben dran an diesem, also dieses Gestell hängt dran an diesem Heißluftballon da oben, der einfach ein Huhnekuh-Schwein, ach, was auch immer. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Namensvorschlag für diese Kreatur in die Kommentare schreiben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ja, Leute, also wir werden es jetzt nochmal klein machen. Ich möchte das nämlich ganz gerne nochmal... Okay, wir müssen hochschwimmen. Demonstrieren, wie das so funktioniert. Ne? Wir werden dann quasi als kleiner Mensch hier immer so hochschwimmen können und meine Gäste, die hier irgendwie einkaufen, können das dann auch machen. Dann schwimmt man hier so nach oben und kommt hier an. Und dann freut man sich schon über diese wunderschöne Aussicht und denkt sich, ja, jetzt muss ich Geld ausgeben. Genau, Freunde. Darum geht es ja auch hier gerade, dass wir quasi einen Shop errichten. So, dann kommt mein Verkäufer auf jeden Fall hier hin und der wird dann irgendwie, Sachen verkaufen, die wir ihm geben. Also zum Beispiel habe ich mir gedacht, dass wir dieses Sushi da verkaufen können für die anderen, damit die eben mal ein bisschen veganes Sushi probieren können und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall machen. Genau, ich mache mir jetzt nochmal groß, Freunde, weil wir müssen natürlich noch einen Verkäufer finden als erstes, weil hier steht drin natürlich, wir sollen einen Shop errichten im Minidorf und einen Arbeiter einstellen. Aber ich habe noch keinen Arbeiter. Und deswegen werde ich mir jetzt mal hier so zack einen Arbeiter suchen. Da schreiben wir drauf, Arbeiter gesucht im Ballon. Das ist ja eigentlich eindeutig, weil es gibt nur ein Geld gibt's keins gezeichnet. Easy. So. Ich hoffe mal, da wird sich auf jeden Fall jemand drauf melden. Also eine Arbeit, für die man kein Geld bekommt und 24 Stunden am Tag arbeiten muss. Und das in einem total verschwitzten Heißluftballon, 1000 Blöcke über der Erde. Da wird sich bestimmt jemand melden. Das finden die bestimmt alle super klasse. Ja, Freunde, ich hoffe, dass euch das Schweinekuh-Huhn genauso gut gefällt wie mir. Ich fand's einfach mega witzig. Ich hoffe, dass Roman und Lars das auch irgendwie mal irgendwie einen Blick drauf werfen und sich so fragen, was zum Teufel ist das für eine Kreatur, die da am Himmel schwebt. Freunde, ich hoffe, die heutige Folge von Minecraft Mini hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall in den nächsten Tagen aus dem Urlaub zurück und dann können wir, ich habe euch das ja versprochen, auch demnächst mal einen Livestream machen. Wahrscheinlich keinen Mini-Livestream, sondern irgendwie einen anderen Livestream. Ich überlege mir das auf jeden Fall nochmal. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta!